Spoiler! Hallo, liebes Publikum. Der Failout hier. Was? HBK? HBK! Der Failout hier zusammen mit dem Captain aus der Kanchos Corner. Ja, und wir spielen wieder Heavy Rain und er hat gerade massivst gespoilert, wenn etwas Schlimmes passiert. Dann spoiler ich, das ist mein. Das ist mein Stick. Das ist dein Stigma? Ja, das ist mein Stick. Stigmann. Meine Stigmata sind schon wieder ganz schlimm heute. Achso, einmal runter, zack. So, und jetzt müssen wir da reingucken und dann das sehen Licht wir. Das kam, bevor das Ding entzündet war. Das ist unfassbar. Schacht. Schachtmatt. So, ja. Und direkt einfach reinkrabbeln. Echt mal, das ist ein bisschen gruselig, oder? Ich würde das nicht tun. Kann man auch einfach erstmal weiter. Was ist das jetzt genau? Erstmal weiter reingucken. Ja. Und ich sehe nichts. Natürlich, mit dem Licht konnte ich mich jetzt nicht weiter groß reinbeugen. Nee, weil da könnte ja Gas drin sein. Ja, natürlich. Das ist der Gasweg-Schule. Da hätten jetzt noch so Fledermäuse entgegenkommen müssen. Es gibt ja hier immer so diese Schilder, wo Gasweg-Schule steht. Ich habe früher mal gedacht, da steht Gasweg. Gasweg-Schule. Ja. Warum nicht? Also ich weiß nicht, gibt es die Schilder bei euch auch? Na toll, hinter uns ist jetzt die Tür bei zugegangen. Bei euch? Bei wem? Zuschauer? Ach so, Zuschauer! Ja, wir sind halt nicht alleine. Wir sind nicht alleine, Fred. Moment, was ist da? Da ja, leuchtet ist, was. Da leuchtet was. Das ist das was? Diamant. Das ist nicht Wasser. Nicht? Wir sind schon lange nicht mehr in Kansas, Dorothy. Au! Oh, voll boah! Reingeritten in die oh, Scheibenscherben. Guck es dir an! So eine Scheibe! Wassereis! Glassplitter! Messerscharf! Messerscharf! Zurück geht nicht, ich muss da durchkriechen. Wieso geht's nicht zurück? Langsam. Weil die Tür zugefallen ist. Na ja. Okay, ich muss langsam machen, ganz hat er gesagt. Langsam. Ja, machst du jetzt? Okay, ganz langsam hat er gesagt. Das ist halt die Sache. Ich bin der Meinung, ich habe das früher immer mit den Analog-Sticks machen müssen. Aber jetzt muss ich wirklich nur recht R2 drücken. Ich glaube, die haben wirklich ein bisschen was an der Steuerung geändert mit dem Move-Dingens. Aber das Move-Dingens ist halt jetzt irgendwie so de facto notwendig als Update. Ja. Deswegen, eigentlich habe ich gar nicht die Move-Version von dem Spiel. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Boah, ich muss fackelt ja gerade voll in die Finger rein, ey. Oh. Ja. Hasse das, dieses Gefühl, wenn das passiert. Naja, du hast da wahrscheinlich sogar mehr. Ja, ehemaliger Raucher. Was muss ich hier machen? Einen Knopf drücken. Eigentlich ja, musst du nach rechts. Du ja, ich weiß rechts. Doch. Ja, ja. Achso, ich muss wahrscheinlich erstmal ja, noch rechts, ein Stück. Mit dem, ja. Ja, ich weiß schon, dass ich nach rechts weg muss. Aber wobei, der Wind noch. Kommt ja von links. Also muss er nach links. Ja, er meint aber, dass die Flamme zeigt dahin, wo die frische Luft hingeht. Ja. Das heißt doch, achso, na keine gut, Ahnung. Okay, kann sein, dass. Warum soll ich jetzt schon wieder machen? Das haben wir doch gesehen. Ja, ich glaub, rechts. Kannst du einfach machen, wenn du dich nicht bewegst. Aber müsste es nicht links? Also jetzt vom rein logischen her? Ja, der hat aber gesagt, da wo die Flamme hinzeigt. Na gut. Nein, nicht komplett umdrehen! Ethan! Ich hab mir die Finger verbrannt. Meine aber ich konnte. Pusten. Du hast ja die Finger verbrannt. Irgendwie nach rechts und dann ja. So. Okay. War das jetzt richtig? Oh, Sparks auch noch. Ja, ja Sparkles. Guck ja, mal, davon ja. Ist Robin. Robin! Robin the People. Let's go to the mall. Das hatten wir schon mal. Today. Today. Den Roboter haben sie auch. Was haben sie? Roboter. Ach ja, stimmt. Don't forget the robot. Ach ja, jetzt muss ich erstmal das hier machen. Nach links. Das würde ich sagen. Also, eine Jetflamme. Ja, natürlich. Das sind in Terpentin getränkte Matches. Und wenn ich jetzt irgendwo mich versehentlich weitergedreht habe, als ich eigentlich wollte, ne? Dann raste ich aus, weil man kann fast gar nichts erkennen, wo wir mal wieder spielen. Ich muss mal was gucken. Ich wollte gucken, ob das Schaf hier auch wieder irgendwie was mit der hilft. Ja, mit der Helligkeit, aber. Guck dir mal die Aufnahme an. Ja, gut, die Aufnahme ist natürlich. Das ist viel hilfreicher. Naja, gut.
Aber sie ist halt verzögert. Ja. Also jetzt geht's da nochmal lang. Nach links, also geradezu. Ich denke, das ist so heiß, ja. Also nicht drehen, sondern einfach ab nach vorne. Naja, es geht aber auch geradeaus weiter. Ja, ja, meine ich ja. Ab nach vorne, mach ich doch. Ich dachte nach links. Nee, die Flamme ist nach vorne gegangen. Ach so. Wenn die reinkommen, kann ich auch raus. Siehst du? Ah, okay. Aber Ratten sind natürlich nicht so schön. Wenn ich, geht, ne? Wenn ich so ein Vieh. Was? Ja, geradeaus. Ja, ja, aber der ist nicht gelaufen. Oder nicht gekrochen. Na, gelaufen ist er nicht, nee, aber. Ja, geradezu. Dann Ethan, bitte. Ja, echt mal. Weiter. Stell dir mal wo nicht so bist an. Du? Wo bist du, Mann? Hä? Ja, ich sehe ihn. Aber anscheinend ist da. Ist da jetzt eine Sackgasse oder was? Dann sag mir das doch auch. Weiß ich nicht. Er friert. Ja. Oder was auch immer er da macht. Nee, er ist nur irgendwie gegen die Wand. Oder ist, da wird der Tunnel enger. Es ist alles sehr kompliziert gerade. Ja, das ist wirklich gerade ein bisschen komisch. Da gibt uns die. Also das okay, ist auch von hier aus nach rechts offensichtlich. Okay. Dann. Also von ihm aus nach. Jetzt nach links. Genau. Von der Kamera aus. Genau. Okay. Nicht weiter drehen, danke. Schön. Oh Gott. Weiter. Aber das sah so aus, als wenn die Flamme nach vorne geht, finde ich. Entweder nach vorne oder nach links. Aber nee. Nach rechts meine ich. Aber nee, ich hätte nach links gemusst. Was für ein Quatsch. Was das Leben Käse? Ist schon sehr merkwürdig. Ja, manchmal ist es öde, mal wie ein Ball. Ja, was? Das Leben ist wie so zum Tanzen, so ein Tanzball oder wie? Ja, natürlich. Du stehst alleine da ohne irgendeinen Partner. Das ist nie gut. Nie gut? Nie gut. Sag das nicht, das ist ein böses Wort. Okay. Rechts. Sagst du? Ja. Gott. Ja, siehst du. Oh! Ja, siehst du, da hinten ist es nämlich. Na, Gott sei Dank. Endlich. Hat ja auch nur 8 Minuten gedauert. Sind ja lang genug geschwommen durch Glasolin. Explosiv. Wie? Glasolin. Mit viel Oktan. Und frei von drei. Gönn dir. Oh Mann. Einen Kraftstoff. Da ist er durch. Jawohl, so musste das enden. Das kann man aber sicherlich auch so anders hinkriegen. Yeah. Da muss doch aber schon mal einer durchgekommen sein. Ja, ich wollte gerade sagen, das Ganze die Sache ist, irgendjemand muss ja diese Glassplitter dann dahin gepackt haben. Ja, anscheinend. Das ist so rausgeschoben. Naja, oder der hat die halt die ganze Zeit hinter sich gemacht, aber dann hätte er die ganze Zeit rückwärts diesen Tunnel durchgehen müssen. Ja, im Prinzip. Oder so. Oder hinten irgendwie seine Tasche aufgerissen, damit da hinten jemand rausfallen oder so eine Geschichten. Oder so was ganz Bescheuertes. Oder er hat die Ratten trainiert. Guck noch natürlich. Ach, na toll. Naja. So ein bisschen wie Alice im Wunderland, wa? Ich schätze mal, ich hab keine andere Wahl. Das ist so eng, ne? Ich würde da voll Panik kriegen, glaube ich. Ich glaube, da würde ich nicht mal durchpassen. Wobei, wenn Isen durchpasst. Ja doch, ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt so... Ist ja, das ist sehr, sehr... schmal, aber... Und hepp! Whee! Oh Gott. Nee, das wäre nicht... Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass das so... Guck dir das mal an. Du würdest doch in jeder Ecke hängen bleiben, bitte dich. Ja, sehr wahrscheinlich denn, sogar. Du würdest doch voll verkanten. Ja, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Und dann würdest du wahrscheinlich... dann Panik schieben, weil du würdest halt... Wie solltest du da großartig versuchen... Also wie solltest du da weiter können? Komm. Ja, ne? Und so eine Geschichten von dem her. Diesen... Oh, Masen, Gummimann. Fast diesen Hand genannt. Aber das ist das falsche Genre. Nee, ich habe ja an sich jetzt nicht irgendwie sowas wie... Franchise, nicht Genre, was? Ich habe jetzt nicht sowas wie, keine Ahnung, wie heißt das nochmal, Klaustrophobie oder sowas, aber in so ganz engen Sachen kann ich dann doch nicht. Nee, ne? Da wird's dann, irgendwann wird es dann doch zu viel. Und das wäre halt so eine Sache, glaube ich. Apropos zu viel. Was denn? Ja. Ja, ein bisschen, ne? Okay, gucken, wo lang... Rechts, links, links, rechts, links, rechts, links? Man oder links, 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 rechts, links, rechts? Aufschreiben? Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Oder links, rechts, links, rechts, links, rechts, einfach links, links, links. Dings. Ich lauf Dings.
Autsch. Jetzt mit dem Kopf direkt rein und tot. Ja. Hat der irgendwie Gedanken dazu? Das wäre eine Idee. Ich höre lieber auf, solange ich noch lebe. Ich rette Sean nicht, wenn ich hier sterbe. Ja, ach, Analyse. Dann kommt den Saturn lieber genau an. Mit der Lupe. Wenn ich den richtigen Weg nehme, und so. Komme ich vielleicht in einem Stück durch. Ich bin so weit gekommen. Bleiben. Ich gebe jetzt nicht auf. Genau. Ich muss wir es gucken zu Ende uns aber erstmal hier das an. Will. Hier gibt es nämlich einen Ausweg. Ja. Tür. Also, ich hoffe, der benutzt sie nicht, wenn ich Dreieck drücke. Nee. Auf der Tür steht Feigling. Nee, da steht Kovar. Ob es da was zu trinken gibt. Und keine Buchstaben fürs Rätsel. Könnte jetzt einen Drink gebrauchen. I could really use a drink now. Do you know where the Kovar is? Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Melden. Na gut. Unsere eigenen Witzkühe, ja. Die eigenen Witzkühe. Na, eigentlich hatte ich mir einen Kauart, aber... Ach so, so eine Kauart? Ja. Quasi wieder Keuerart. Ich glaube, der hier ist aus. Ja, sieht gut aus. Gut. Unten drunter... Was muss ich jetzt drücken? Kannst du noch sinken? Wie tief kannst du noch sinken? Frag das mal Apo Red. Wem? Apo Red ist ein deutscher... Was? Deutscher... Ja, was? YouTuber. Die gehen da auch durch. Warte, ist der geradezu auch aus? Es ist schwer zu sagen, ob der links aus ist, aber der geradeaus scheint aus zu sein, ja. Na, der sparkelt so ein bisschen. Der ist aus. Achso, ja, dann würde ich vielleicht eher den nehmen. Aber der ist halt automatisch dagegen gegangen, obwohl ich die Knöpfe gedrückt gehalten habe. Ja, das muss hier ja alles spannend bleiben. Ja, nee, das ist aber unfair. Weil je mehr du getroffen wirst, desto schlimmer wird das. Und irgendwann sagt, glaube ich, Ethan von sich aus, nee, ist nicht. Und das ist halt die Sache, die mich jetzt gerade ein bisschen nervt. So, jetzt richtig, ne? Müssen. Naja, da ist auf jeden Fall Strom drauf, da würde ich nicht durchgehen. Okay, R1, L1. Klappt das mit L2. Den Scheiß an? Ja. Wer will das schaffen? Alter, meine Hände schwitzen total. Ich kann es mir vorstellen. Das wird super, wenn du hinterher spielen musst. Echt, das wollte ich nicht mehr. Alter Schwede. Die ist ja auch dicht. Ja, kann man gut. Nee. Dadurch. Ja. Ach so, ja, man muss immer gucken, ne? Ja. Verliert man so schnell die Orientierung. Das stimmt allerdings. Aber ich stelle mich besser an als sonst. Aber das hätte ich nicht sagen dürfen. Scheiße. Ja, ne? Warum verfluche ich mich immer selbst mit so einem Kack? Ich weiß, dass ich damit immer alles nur falsch mache. Oder schwerer mache. Ja! Ich hätte jetzt wirklich, wenn jetzt sowas wie Dreieck gekommen wäre, hätte ich gefragt, ob du mir helfen kannst. Ja, naja. Weil das wäre jetzt schwer geworden. Nee! Nee, nimm mal den rechts. Also von dem kommen wir, ne? Ja. Den haben wir genommen, oder? Oh, ich habe die Orientierung verloren. Jetzt haben wir echt die Orientierung verloren. Okay, das ist gerade zu. Den rechts müssen wir nehmen. Genau, den. Ja, den. Ich muss mal meine Hände kurz. Das ist echt. Das habe ich aber noch nie geschafft, glaube ich. Oder habe ich das geschafft? Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin dann immer zu oft gegengekommen. Ich meine, wir reden ja hier nicht gerade von. Was? Einfach im Wechselstrom. Es ist High Voltage. Ja, aber. Hier sparkelt alles irgendwie so ein bisschen. Ja, gut. Aber ich glaube, geradezu ist dann noch das Richtige, oder was ist hinter mir? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, zurückzugehen. Okay, das, von links kommen wir gerade. Ich will einfach nur gucken, was ist denn da? Na, ich weiß nicht, ob das da hinten. Kannst du nochmal die Link an sich gehen? Das ein bisschen mehr. Also wir kommen gerade von rechts, sind da... Ja stimmt, wir müssen jetzt nach oben. Es geht nicht anders, der Rest... Guck, beiden sind auf der anderen Seite nach oben, die fürchterlichen Todes... Aber das funkt so doll. Ja, muss ich. Oh Gott. Das war richtig gut, das ist cool. L1. Oh shit. Oh, mash du mal X bitte. Fuck. Sind wir jetzt durch, oder? Nö, nee, hat noch einen. Hä? Ja, oh nein, du bist in die falsche Richtung gegangen. Will der mich gerade verarschen?
Ich hab genau in die richtige Richtung geguckt. Shit. Hasse das. Also soll ich jetzt wieder zurückgehen oder was? Na, da lang am besten nicht. Ja, musst du wohl. Da ist zurück? Ja. Also da kommen wir her. Nee, wir müssen jetzt nach links. Nee, das ist ja wieder. Ja, aus anderer Perspektive. Also jetzt hier rechts. Hier rechts, ja. Genau, das will ich ja die ganze Zeit versuchen, aber der dreht sich nicht da richtig hin. Das ist. Einfach hingucken, jetzt Dreieck drücken, ja. Oh Gott, jetzt Viereck? Was? Das sollte ich nicht so machen. Das. Zum Teufel! Was? Soll ich das machen? Ja, mach du mal bitte. Oh Gott. Du schaffst das. Und X-Mashen. Nee, muss nicht gemasht werden. Ah, durchkommen muss man. Aber du bist durchgekommen. Aber ja. Sensodyne. Sensodyne? Was ist die fucking Sensodyne? Warum ist der bitte schön da rechts lang gegangen? Das verstehe ich gerade nicht. Ja, weil manchmal ist es komisch. Machst okay, du da oben. Weitermachen oder? Ja, kann ich machen. Und ich denn? Ding. Okay. R1, L1. Ich bin total angespannt. Ja. Jetzt soll man quasi unter Strom stehen. Gut, das war eine einfache Kombi. Ja, da bin ich auch sehr froh drum. Zieh dein scheiß lahmes Bein hinterher! Ja, eben! Was ist denn das? Scheiß Arsch! Können wir jetzt direkt durch, bitte? Das sieht so aus, als ob da nichts wäre. Oder muss ich jetzt noch irgendwie. Nein, es sieht extrem gut aus. Da ist nichts weiter außer so ein bisschen. Aber das ist cool. Okay. Ja. Ist jetzt alles cool. Es kommt wahrscheinlich irgendwas Bescheuertes. Es kommt wahrscheinlich sowas. Nee, einfach loslassen, damit er eine Sprungrolle macht. Boah! Hab ich das schon mal geschafft? Ich weiß es nicht. Alter Schwede. Meine Güte, ey, der muss boah. Ja. Der muss ja schon. Also der, kommt, zieht, ja. Der zieht die Jacke aus, der ganze Rauch. Und jetzt sind es wahrscheinlich zwei Buchstaben oder so. Vier Buchstaben. Na, vier die haben wir ja schon. Ja, vier, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die vier Buchstaben. Ach ja. Und so ein Kind. Tatsächlich. Dieses fucking Spiel, ne? Aber es sieht nach Roosevelt aus. Ja, ne? Irgendwie schon. Aber wer weiß, manchmal... Irgendwas 5-2 Roosevelt Drive. Bam. Das ist jetzt meine Prognose. Also natürlich habe ich den Straßennamen nicht im Kopf, nur weil ich das mal durchgespielt habe, aber... Irgendwie sowas würde ich sagen. Ja, wir haben es geschafft. Oh, man hätte mal von der anderen Seite lang gehen können. Alter Scheiße. Ja, ne? Du hättest jetzt hier alle zu... Nee. Reicht. Reicht. Ja. Ist genug für heute. Ja, so ziemlich. Das war's mit der Folge von Heavy Rain. Dankeschön fürs Zusehen. Ich weiß, unser Commentary war sehr geistreich. Das nächste Mal geht's mit Madison weiter. Geistes Blitze, möchte man was sagen. Ist da gekommen. Verdammt, tschüss, bis dann, Leute. Tschüss. So ein Spacken manchmal.